Wir befinden uns im Auge des Sturms, hier bei Doom 64. Und vor uns stehen die ersten beiden Opfer unsererseits für heute. Und das werden hoffentlich bei langem noch nicht die letzten sein. So, was mir ein bisschen ungnädig stimmt, ist, dass wir schon wieder mit so einer monoton aussehenden Burg zu tun haben. Das heißt, ich werde mich wahrscheinlich wieder 100-mal verlaufen. Nun gut, ich höre sie schon wieder grunzen, die Schweinchen. Wir haben nur noch 3 Plasma und 5 Rockets. Das ist nicht viel. Das ist überhaupt nicht viel, meine Freunde. Oh, oh, oh. Gerade, wenn man das in Betracht zieht, was da vor uns rumläuft, macht mal Infighting, Jungs. Los. Infighting, habe ich gesagt. Okay, der da hinten hat wenigstens mal angefangen damit. Junge, du wirst von hinten beballert. Du wirst in den Rücken geschossen. Kümmere dich mal drum. So, jetzt warte ich mal ab, was hier passiert. Okay. Die Spinnen haben kurz einen Prozess gemacht. Oh, scheiße. In den letzten Schuss noch reingestraft. Sehr schön, die beiden liegen, aber zu welchem Preis? Wir haben fast keine Ammunition mehr. Da liegt eine Box voller Rockets. Das ist schon mal sehr gut und ein bisschen Energie. Ich werde es so machen wie im vorletzten Level, dass ich einmal die Burg umrunde und mir das Ganze mal angucke. Die Imps wollen wir jetzt schon weg haben, wenn es geht. Na komm, Freund. So, das war's mit ihm. Noch mehr von der Satansbrut hier? Nein. Sehr gut. Hier gibt's eine Menge an Rockets und Bullets. Hier ist noch dicht. Deswegen mal die andere Richtung erkundet. Okay, hier geht's dann auch nach oben in die Burg. Und hier kommen noch ein paar süße kleine Pinkies. An die müssen wir wenigstens keine Ammo verschwenden, das ist sehr gut. Aber da hinten stehen sie schon wieder. Okay, die machen Infighting, sehr gut. Dann warte ich auch hier mal wieder ab. Wer ist stärker? Ach, jetzt kommt der. Junge, ich habe gut Geld bezahlt für den Fight, den wollte ich mir angucken. Jetzt stör mich hier nicht. Ui, 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 ui. Jetzt aber aufgepasst. Alter, diese Spinnen ficken rein, du, ey. Trifft mich eine halbe Millisekunde und batzt mein Herz runter. Och, jetzt kommen auch noch die Klößköpfe. Weg mit euch. Oh, oh. Ich hoffe, da oben steht kein Pain Elemental, der jetzt immer zu die Mistviecher spawnt. Das war derb. Aber hier kriegen wir einen Key, okay. Der hat sich wohl gerade aufgetan, nachdem wir hierher gelaufen sind. Wahrscheinlich ein unsichtbarer Trigger. Da ist noch so ein Kopf irgendwo. Ich habe ihn genau gehört. Du mieses Stück Scheiße. Okay, wenigstens hier eine Ruhe. Und wir kriegen mehr Sachen, die wir dringend benötigen. Gut, dann würde ich sagen, mit der Doppelläufigen stürmen wir nach oben. Es ist ruhig und das finde ich sehr ungemütlich, ehrlich gesagt. Was liegt denn da für eine Waffe? Ich glaube, das ist eine Chain Gun, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Die Levelkonstruktion an sich finde ich schon ziemlich cool, aber absolut ungewohnt für Doom. Das hat für mich irgendwie überhaupt kein Doom-Ambiente, finde ich. Also wie gesagt, das würde eher in so ein Heretic oder so reinpassen. Von daher finde ich das leicht verstörend, muss ich sagen. Also das scheint ein Altar zu sein, den können wir nicht aktivieren, egal von welcher Seite wir da rankommen. Was haben wir denn hier? Okay, das ist die blaue Tür. Mancubus. Mein fetter Freund. So, da liegt er schon, das ging schnell. Energie, die nehme ich gerne, die kann ich gut gebrauchen. Imps. Oh, was habe ich da gesehen? War das ein Mancubus oder ein Cacodemon? Ein Cacodemon, okay. Na dann. Gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Wobei die Geschosse von dem auch ganz schön reinbratzen. Oh Mann. Diese Pestbeulen, du, ey. Hoi. Nicht so stürmisch, junger Mann. In der Ruhe liegt die Kraft. Ach so, das ist ein Pain Elemental und kein
Echo Demon. Oh, noch einer. Gott, wie ich euch hasse, ey. Nein, den Fehler habe ich im Original Doom oft gemacht, den werde ich hier nicht wiederholen. Mann! Da muss ich da trotzdem anders ran. Bringt ja nichts, den noch 50.000 Köpfe spawnen zu lassen. Spawnen vor allem. Frei nach Jens Spawn. So, jetzt langsam aber. Ihr Mistkröten, ihr Verdammten. So. Gottes Willen. Halbe Armada. Jetzt wird es ein bisschen kritisch mit der Energie, würde ich sagen. Ich guck noch mal ganz kurz zurück. Da war irgendwo ein Health-Paket. Ja, genau. Sehr gut. Und nachdem ich das eingesammelt habe, werde ich jetzt mal einen schönen Quicksave machen. Ich fühle mich sehr unwohl hier. Es sind ganz schöne Massen, die hier auf uns geworfen werden. Und vor allem diese blöden Lost Souls, du. Die unterschätzt man echt zu gerne, aber die können echt ganz schön reinficken. Sehr gut. Die machen wir gleich von hier kalt, würde ich sagen. Dann haben wir später eine Ruhe, wenn wir da rein müssen. Ich glaube, da ist fast... Uiuiui. Fast besser mit der Single Barrel zu agieren. Weil mit der Double Barrel kommen eh nicht alle Schüsse durch. Da ist die Streuwirkung zu negativ. Okay. Na dann. Gut, dann schauen wir mal. Wo schauen wir denn hin? Ich würde sagen, nach hier rein. Ja, ja. Hab mir schon fast sowas gedacht. Wenigstens haben sie hier nur einen Ausgang. Können uns nicht umzingeln. Aber das ist halt scheiße, ne? Da geht mir jetzt auch schon wieder zu sehr meine Chaingun-Ammo flöten. Das schmerzt mir doch sehr. Also probiere ich das jetzt trotzdem hier mal mit der einlogigen Shotgun. Da reicht ja auch schon ein Schuss. Im Gegensatz zum Original-Doom, da ging das nicht so einfach, glaube ich. Wenn ich mich korrekt entsinne. Ich könnte mich natürlich jetzt auch täuschen. Schon ewig nicht mehr gespielt. Das gute alte Doom auf PC. Gut. Was gibt's denn hier überall? Den hebe ich mir noch auf. Den verschwende ich jetzt nicht wegen 5 Energiepunkten. So, hier gibt's auch nichts weiter. Geht die Tür hier auf? Natürlich nicht. Habe ich wieder irgendwo einen Schalter übersehen? Natürlich. Hier ist einer. Oh. Nein, 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 ich bin so ein hundsdummer Blödmann. Es ist unglaublich. Oh, jetzt ballere ich mich selbst um. Mann, Mann, Mann. Ich nehme mal an, ja, okay. Das Spiel war noch nicht so intelligent, dass er den letzten Save automatisch lädt. Das heißt, das müssen wir jetzt manuell machen und dürfen die ganze Scheiße nochmal spielen. Das heißt, ich muss die ganzen Köpfe nochmal killen. Und ihn, ach komm, scheiß drauf, dann komme ich später nochmal zu dir. So, das heißt, ich schaue nochmal hier rein und lass die alle spawnen. Dann gucke ich mal, ob ich das jetzt so hinbekomme. Könnte gefährlich werden. Ich und der Raketenwerfer, du, ne? Eine Erfolgsgeschichte. In einem Akt. Weil ich bereits im ersten Akt drauf gehe. Okay, wie war das hier jetzt? Okay, genau. Hier gab es noch ein bisschen Energie. Dann packe ich schon mal meine Doppelläufe hier aus. Und hier kam davor der Schalter raus, aber... Moment mal, hier geht's raus, genau. Wie trigger ich den Schalter? Mache ich das, indem ich hierher laufe? Oder hier versuche ich die Tür zu öffnen? Ja, okay. Das wird getriggert, der Schalter. Wenn man versucht, die Tür aufzumachen. Also auch totaler Quatsch, meiner Meinung nach. Aber gut. Was soll's. Ich werde jetzt versuchen, mal keinen Rocket Launcher zu nehmen. So. Ich glaube, die habe ich ordentlich angebumst. Jetzt sollten die bald down gehen. Wobei, wir wissen ja, die können ordentlich Chaingun fressen. Ja. Von der Chaingun... sind die recht unbeeindruckt, die Freunde. Mann, schön das arme Mauerwerk zersieben. Was hat das Mauerwerk denn mir getan? Gar nichts. Ich bin so ein Aggressor, meine Freunde. Was?
Was? Ich glaube, ich möchte noch mal safen. Okay, da sind lauter Soldier Boys da hinten, die auf mich... Ach, das Aiming klappt ja mal wieder super. Ich komme gleich zu dir, Junge. Ich muss bloß hier mal die Jungs hier wegkriegen. Die sind im Moment sogar ein bisschen gefährlicher als du. So, jetzt kann ich mich um dich kümmern. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Oh, oh, da schießt schon wieder jemand auf mich. Halt die Fresse. Oh, jetzt habe ich fast keine Shells mehr. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Okay, Supercharge, das ist nicht verkehrt. Und was ruft das jetzt auf den Plan? Ich krieg doch hier keine Supercharge umsonst, natürlich. Oh, oh. Ich wünschte, ich hätte mehr Plasma. Und nicht nur drei Schuss. Dann würde das Ganze ein bisschen mehr Spaß machen. Oh, ja, 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 ja. So, liegen die zwei Schweinchen jetzt. Gut. Ah, oh, meine Nase juckt einen Moment. Sorry, Leute. Oh, Spectre, Spectre, Spectre. Okay. Ui. Ganz schön hardcore, das Level, du. Nicht schlecht. Das hat's in sich. Das muss ich zugeben. Will ich da überhaupt hoch? Okay, Schnauze, mein Freund. Ah, okay. Oh, das ist toll, das ist toll. Runterfallen wollte ich nicht, aber ich war wieder gierig und übereifrig. Ich wollte die ganzen Shotguns haben. Sehr gut, kriegen wir mal wieder ordentlich Muni. Das gefällt mir. Wer grunzt denn da jetzt schon wieder? Meine Herren. Feinstes Monster ASMR, sag ich euch. Oh, ihr Pisser, ihr verdammten Pisser. Oh! Wie sie mir halt einfach auflauern beim Aufzug, die Schweinchen. Ist das schon das Ziel? Das würde dann aber ganz schnell gehen. Ich traue dem Braten nicht. Ich speichere hier mal und gucke mich dann noch ein bisschen um. Vor allem, wenn das wirklich das Ziel ist, möchte ich nochmal zurück und ein bisschen Energie tanken. Hier lag ja noch ein bisschen rum. Wer grunzt denn hier die ganze Zeit? Also mit dem Level gibt es bestimmt noch einiges zu holen, kann ich mir vorstellen. Ansonsten wäre das wirklich ein bisschen klein. Boah, habe ich jetzt wirklich schon die ganze Energie hier mitgenommen? Das ist grande Scheiße, meine Freunde. Ich dachte, ich hätte hier noch einen übrig gehabt. Na gut, dann halt nicht. Dann laufen wir nochmal in das vermeintliche Exit. Wir waren ja da auch nicht auf der anderen Seite, wo dieser Kecko war. Bei diesem Gitter, ne? Also, ich glaube, in einem Level gibt es schon noch einiges. Aber... ja, ich kann hier noch gar nicht aufs Exit. Wir müssen das Podest zuerst herunterfahren. Okay. Also, ich habe hier noch was zu tun in dem Level, so wie es ausschaut. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Im Zweifelsfall immer dem Grunzen nach. So, gibt es hier jetzt noch irgendwas? Hier sind wir wieder draußen. Ist da jetzt vielleicht das eine Gitter weg? Nee, das Gitter steht noch. Okay, wir waren da trotzdem schon auf der anderen... nee, waren wir noch nicht? Da würde ich gern hin wahrscheinlich, nehme ich mal an. Bloß im Moment geht das noch nicht. Mensch, jetzt stirb doch endlich mal, Junge. So, jetzt Lichter. Aber wie kommen wir da hin? Ich gucke auch noch mal kurz in die andere Richtung. Aber ich glaube kaum, dass die wollen, dass wir so sehr backtracken, oder? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder vielleicht doch. An die Energie würde ich jetzt gerne kommen. Pass mal auf, ich probiere mal was. Das klappt bestimmt nicht, aber... ne, okay. Wäre ja zu schön gewesen. Also hier nach rechts geht's nicht weiter. Das ist auch kein Aufzug. Waren wir hier denn schon? Ich glaube... nee, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Also hier geht's weiter, meine Freunde. Dann kümmere ich mich erstmal um die Jungs hier.
Die sind ja kein Problem, zum Glück. Hasta luego. Okay, aber ansonsten ging hier, glaube ich, nichts auf, ne? Gut, dann schauen wir nochmal die Stufen da hoch. Ich hoffe, da geht's ja dann weiter, weil ansonsten weiß ich schon wieder nicht, wohin. Mit mir. Okay, da ist ein Aufzug jetzt. Sehr schön. Da haben wir schon alles kurz und klein geballert von unten. Ich frage mich, was diese Podeste, diese Mini-Altare hier sollen. Die haben bestimmt irgendeinen Grund. Okay, also hier gibt... Ist das eine BFG? Wenn ja, würde ich gerne wissen, wie man da rankommt. Okay, das hat jetzt aber auch nichts gebracht. Ne? Da kommen wir bloß von der anderen Seite in dem Raum. Also ich glaube, ich habe jetzt wieder umsonst Backtracken gemacht. Dass es gar nicht hätte sein müssen. Also ich glaube, das Rätsels Lösung liegt irgendwo hier. Aber wo? Ich meine, wir waren hier doch auch schon überall. Genau. Also wir können eigentlich nur noch hier hoch. Und hier ins Ziel. Sag mir bloß nicht, dass ich hier den Schalter übersehen habe. Meine Herren, ich bin so dumm, Freunde. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Wir hätten uns wahrscheinlich wieder 5 Minuten sparen können in dieser Folge, aber sei es drum. 0%. Ja, hab's mir fast gedacht. Genau, na gut, dann schauen wir beim nächsten Mal. Es wird langsam so, ihr merkt schon, es wird langsam so ein Trauerspiel, ne? So ein roter Faden. Aber gut, wie gesagt, das nächste Mal sehen wir uns dann wieder bei Dark Entries. Bis dann bei Doom 64. Danke fürs Zuschauen.